Hallo, hier ist Alexandra von Roh Energie. Ich habe heute die Aline von Eat Care Live zu Besuch. Hallo. Und die Aline macht jetzt auch die LNB-Ausbildung, Schmerztherapie-Ausbildung, die ich ja schon vor einiger Zeit gemacht habe. Und jetzt wollen wir uns mal so ein bisschen gegenseitig interviewen und uns Fragen beantworten, die vielleicht für euch auch interessant sein könnten. Und ja, ich fange jetzt erstmal an. Ich frage sie erstmal, wie es ihr jetzt so gefallen hat. Und? Ja. Also auf jeden Fall sehr, sehr gut bisher. Man hat ganz, ganz viel Neues gelernt. Also auch gerade, was man so bisher glaubt über Schmerzen zu wissen, ist alles so ein bisschen umgestellt worden. Ich sag mal so, man musste auch ein bisschen bei gewissen Themen vom Wissen her seine Komfortzone ein bisschen verlassen und auch mal über den Tellerrand einfach rausschauen. Und was genau meinst du jetzt so zum Beispiel? Beispielsweise arbeitet die LNB-Schmerztherapie ja vor allem mit Osteopressur und diesen Engpassdehnungen. Und normalerweise war es für mich so, dass wenn ich an einem Patienten eine schmerzhafte Stelle finde oder drücke oder sowas beispielsweise, dass es eigentlich nicht gut ist, weiter zu drücken. Man kennt es ja zum Beispiel auch so, dass wenn jemand sagt, du massierst jetzt jemanden ganz klassisch, ganz normal auf der Couch oder so und da ist jetzt ein Punkt und derjenige sagt, oh, da nicht, da tut es mir weh und du hast gleich so irgendwie plötzlich so diesen Rückzug und denkst dir, okay, da darf ich nicht, da tut's weh, da mache ich jetzt nicht weiter. Und so ist es ja auch bei vielen Therapeuten und das ist komplett anders auf einmal. Also es heißt ja, man soll jetzt gerade dort, wo es schmerzt. Also lernt ihr das so als Heilpraktiker, so vom Schmerz weggehen? Genau. Ja? Also, okay, also genau. Das ist also bei uns Physios ein bisschen anders. Wir sind, also ein Kollege hat mal gesagt, wir sind die neuen Folterknechte. Das ist ein bisschen hart, aber vielleicht hat er ganz recht, ja. Wir gehen eigentlich immer in den Schmerz rein, ja. Also so auch gerade, weil du jetzt Massieren ansprichst, eigentlich ein Masseur geht genau dahin, wo der Schmerz ist, ja. Da ist es allerdings immer so, dass nur die Muskelverspannung wird dann gelöst, aber es wird im Endeffekt die komplette Ursache nicht aufgelöst. Ja? Also dieses Löschen des Schmerzens im Gehirn, das ist ja das, was LNB eigentlich so einzigartig macht. Ja? Weil dass man dann irgendwie an den Schmerz geht oder den Schmerz löst, das ist für mich jetzt zum Beispiel jetzt nichts Neues gewesen. Ja? Aber dass man dieses Schmerzprogramm im Gehirn löschen kann, das ist für mich eben einzigartig gewesen. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass du als Heilpraktiker lernst, du darfst jetzt nicht an die Stellen gehen, wo es einfach schmerzt. Aber es ist beispielsweise, jetzt mal an einem ganz einfachen Beispiel genau, darf jemand, der jetzt Heilpraktiker ist und jemand kommt mit einem akuten Bandscheibenvorfall, dann solltest du den Patienten eigentlich zum Orthopäden schicken. Und bei der LNB-Schmerztherapie lernt man ja ganz klar, dass man diese Schmerzen behandeln kann und auch soll. Genau. Das ist halt... ja, das ist jetzt eben der Unterschied zwischen Heilpraktiker und Physiotherapeuten. Wenn du als Heilpraktiker verweist dann sozusagen an jemand anders. Ich als Physiotherapeutin bekomme normalerweise vom Arzt sozusagen den Auftrag mit einem Rezept oder wenn man in der Klinik arbeitet, ist es auch mit einem Rezept. Aber wir kriegen immer den Auftrag von einem Arzt. Also das heißt, wir sind immer abhängig von einem Arzt sozusagen. Du als Heilpraktikerin kannst halt deine eigene Diagnose stellen und kannst deinen eigenen Behandlungsplan machen. Ja? Genau. Deswegen ist es für uns Physios eigentlich immer so ein bisschen frustrierend. Ja? Wir wissen vielleicht eigentlich auch vielleicht, wo die Ursache ist und so, müssen aber immer auf auf den Arzt im Prinzip, also auf diese Diagnose halt uns beziehen. Stützen, genau. Und können eigentlich dann auch nichts anderes machen oder geben uns da in eine graue Zone dann halt auch einfach rein. Ja. Genau, ja. Und was mich eben halt auch schon immer gestört hat, ist eben dieses mit dem Bandscheibenvorfall oder so dieses, das ist halt kaputt, da kann man jetzt nichts mehr machen. Da muss halt jetzt neue Knie, Hüfte oder sonst was gemacht werden. Und ich hatte schon ganz lange eigentlich, schon kurz nachdem ich mit meiner Ausbildung fertig war, ich habe ja auch, man muss ja Praktika machen und da habe ich Patientinnen gesehen oder Patienten auch in der Chirurgie, die haben ein neues Hüftgelenk gehabt und sind genauso, kacke gelaufen wie vorher. Die hatten immer noch ihre Schonmuster, da hat sich nichts verändert und die hatten immer noch die gleichen Schmerzen. Ja. Und mit Bandscheibenpatienten im Endeffekt auch. Ja. Wo du denkst, das darf ja eigentlich nicht sein. Und es ist auch traurig, dass man so sich mit so einer Diagnose irgendwie Arthrose dritten, vierten Grades oder was weiß ich, dass es eigentlich normal ist, dass man sich heutzutage damit zufrieden gibt, dass man nichts mehr dagegen tun kann. Dass das für die Menschen normal ist, dass sie einfach denken, okay, ist Verschleiß oder ist vielleicht auch manchmal, Arthrose ist meistens Verschleiß. Ja. Aber manche haben das sogar mit 35 und dass die Menschen dann sagen, okay, ist halt einfach so, ich bin halt früher alt geworden,
geht nicht anders. Das finde ich halt sehr traurig. Und dass halt auch die Meinung von vielen Ärzten einfach ist oder dass sich viele Ärzte beispielsweise oder auch andere Therapeuten, nicht nur Ärzte, einfach sagen, wenn ein Patient kommt, der Schmerzen hat und er möchte gern seine Schmerzen wegbekommen, dass das dann so ein hoher Anspruch zu sein scheint, dass der das schon fast als unverschämt betrachtet, dass der jetzt schmerzfrei sein soll. Ja, ja. Und, ja, es ist halt auch eben so dieses, es wird eigentlich auch nicht mehr so weitergedacht, ne? Ja, so. Ja. Oh, ist halt so, ne? Ja, kann man jetzt nichts machen und damit müssen sie jetzt leben. Genau, also es ist Pech zum Beispiel gehabt, für mich jetzt keine zufriedene Aussage, wenn ein Arzt dann zu mir sagt, ja gut, sie haben Rückenschmerzen, hat heutzutage jeder. Ja. Ist halt so. Das ist immer, das finde ich immer eine super Aussage. Das geht einfach nicht. Das ist halt jetzt so. Ja, das geht nicht. Ne? Das, das haben wir auch schon immer so gemacht, das ist ja auch immer so eine Aussage. Was ich auch immer total toll finde, irgendwas funktioniert nicht, es klappt nicht und so. Ja, das haben wir schon immer so gemacht, da hat sich keiner beschwert. Ja, ich beschwere mich jetzt gerade, ne? Ja. So, das ist immer so. Und das ist mit den Schmerzen im Endeffekt auch so. Ne? Solange sich nicht jemand irgendwie beschwert. Und der Roland hat sich halt nun mal beschwert, Der wollte eben keine Schmerzen haben und der hat halt sich weiter Gedanken gemacht und da können wir ihm alle sehr, sehr dankbar sein, ja. Dass er sich da so tiefgreifende Gedanken gemacht hat und diese Therapie da aus dem Boden gestampft hat, ja, und auch mit diesen Engpassdehnungen. Weil, was ich jetzt einfach mal ganz kurz, weil ich habe ja jetzt eben schon auch Patienten gehabt. Ja, erzähl mal. Was ich total faszinierend finde, ich habe die ja halt auch, ich gehe da hin eine Stunde oder die kommen zu mir eine Stunde, habe ich mit denen, mache dann eine kurze Anamnese, drückt die Punkte, die dann eben bei denen relevant sind und zeige ihnen die Engpassdehnungen, die sie dann auch regelmäßig machen sollen. Ja. Und es ist wirklich so, wenn die Patienten die dann auch machen, wenn ich das wirklich das Gefühl habe, sie haben die auch verstanden, sie setzen die halt richtig um, das ist das A und O. Ja, das sage ich dem Patienten auch, ich bin von einer Woche eine Stunde da und sie müssen halt den Rest abdecken. Das ist eben extrem wichtig, dass die Patienten wirklich ihr Schicksal dann selbst in die Hand nehmen und nicht sagen, das ist halt auch das Schöne an der Therapie. Ja, ne? Man gibt die Verantwortung auch an den Patienten wieder zurück. Ja. Ne? Man sagt, okay, ich habe jetzt getan, was ich kann und jetzt müssen sie halt selber gucken und nicht dieses, ja, aber sie müssen jetzt mich schmerzfrei kriegen. Das ist halt diese Einstellung, man nimmt etwas und kann sich dann zurücklehnen. Ja. Ja, so deswegen, ist es natürlich bei vielen im Kopf. Deshalb sagen zum Beispiel auch viele oder wundern sich jetzt plötzlich, was ist jetzt diese LMB-Schmerztherapie? Mhm. Warum soll die alle Schmerzen wegbekommen? Es ist einfach nicht so, dass man in einer Therapie, klar, man kann die Schmerzen wegbekommen, durchaus, aber eigentlich ist der Hauptpunkt, dass die Patienten einfach mitarbeiten und quasi daheim auch ihre Dehnübungen und so weiter machen, die vielleicht 15 bis 20 Minuten pro Tag dauern. Aber wenn die gemacht werden, dann hat man wirklich super, super Aussichten, also ziemlich sicher schmerzfrei zu werden. Ja. Und das glaubt man erst, wenn man das wirklich auch gesehen hat und wenn man da auch mit dabei war, weil ich habe auch davor gesagt, das gibt's nicht, das kann nicht sein. Mhm. Und das ist kein Zauber oder sonst irgendwas, sondern das ist einfach Logik. Das sind einfach Muskeln, die nicht mehr aktiv sind oder die Muskeln, die einfach sehr viel Spannung drauf haben, wo einfach diese Spannung verringert werden muss. Und dann läuft dieses ganze System einfach wieder besser. Und das kann bis zu 30 Jahren dauern. Man kann damit chronische Schmerzen wegbekommen, die ein Patient beispielsweise schon seit 30 Jahren hat in wenigen Behandlungen. Und das scheint einfach zu gut zu klingen, um wirklich wahr zu sein. Also, aber es ist einfach, es ist so. Ja, es ist krass, ja. Also ich hatte eben, wie gesagt, Patienten, die dann auch, wo ich das einfach auch kenne, dass wenn man die behandelt und dann kommt man eine Woche später hin, ist man eigentlich auf dem gleichen Punkt oder auf dem gleichen Stand wie eine Woche vorher. Und das ist mega frustrierend. Ja. Ich kenne das ja, ich arbeite ja in der Klinik, da haben wir ein komplett anderes Klientel. Da sind ganz andere. Da geht es darum, die Patienten wieder irgendwie in Stand zu kriegen oder ins Laufen zu kriegen. Das sind Patienten am Schlaganfall oder so. Ja, das kann man nicht vergleichen. Aber ich habe ja auch schon in der Praxis gearbeitet, da habe ich auch Hausbesuche gemacht und so. Und da ist es oft wirklich so, dass man dann wirklich wieder von vorne anfängt. Und das ist für den Patienten frustrierend, das ist aber auch für uns Therapeuten frustrierend. Ja? Weil man eigentlich so das Gefühl hat, ja, für was mache ich das? Ja? Also man will ja irgendwie auch ein bisschen Erfolgserlebnis haben. Ja, klar, und da ist es jetzt wirklich so gewesen, dass ich zu Patienten gekommen bin und die waren wirklich man arbeitet dann mal mit diesem Prozent, ja, die hatten vorher einen Schmerz von 100%, nach der Behandlung hatten sie vielleicht noch so 40%, ja, und dann komme ich eine Woche später hin und dann sind sie noch, sagen wir, bei 50%, also der Schmerz, den sie vor der ersten Behandlung hatten, hat sich um die Hälfte reduziert nach einer Behandlung und nach den
Engpassdehnungen, die sie mehr oder weniger dann eben gut zu Hause gemacht haben. Und ja, der Lars ist halt auch ein super Beispiel dafür. Der hatte ganz, ganz starke Clusterkopfschmerzen. Das war noch, bevor ich die Ausbildung gemacht habe. Zwei Wochen lang. Und das so lange hatte er das noch nie. Er hatte das immer wieder mal. Und nachdem wir vegan geworden sind, hatte er eigentlich schon gedacht, das wäre jetzt vorbei. Er würde die nicht mehr kriegen. Und dann hatte er richtig ganz schlimm einen Anfall. Und es hat einfach nichts mehr geholfen. Und dann ist er zu einer anderen LNB-Therapeutin gegangen. Und die hat ihn behandelt, und das ist dann auch oft so, das ist manchmal so, dass es dann erst nochmal ein bisschen schlimmer wird, bevor es dann besser wird. Ja, das ist ja bei anderen Therapien oder bei Homöopathie oder sowas, ist das halt auch so, diese Erstverschlimmerung. Ja. Und dann hat er eben seine Übung gemacht und war dann nach einer Woche war er dann eben komplett wieder schmerzfrei, ja, ohne Medikamente. Das ist halt weil dieses ewige Medikamente nehmen, das ist ja halt auch nichts. Irgendwann wirken die Medikamente nicht mehr, man macht sich seinen Magen kaputt, sonst was, ja. Und der Lars zum Beispiel macht ja mit dem Roland auch immer die Filme, macht halt immer ganz viel seine Übungen und der ist extrem viel beweglicher geworden. Der war eher ziemlich unbeweglich und da war ich das Bewegungswunder dagegen, ja. Und der macht mir jetzt in manchen Übungen, macht der mir jetzt was vor, ne, weil er echt, weil ich es halt ehrlich gesagt nicht so die Zeit dazu habe und eben auch keine Schmerzen habe und dann, ne, wenn man keine Schmerzen hat, dann macht man es immer nicht. Ja, ja, klar. Und Lars ist da jetzt echt total super beweglich geworden. Ja. Also ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber bei mir war es zum Beispiel am ersten Tag so, es wurden ja ganz viele Theorien über die Schmerzen erklärt und der Roland hat auch gesagt, was einfach er mit seiner Frau zusammen einfach durch diese jahrelange Forschung und so weiter rausgefunden hatten. Und für mich war das, was ich gehört habe, dieses Schmerzen mit Schmerzen quasi bekämpfen oder halt quasi mit diesen Punkten, die dann schmerzen, die man dann drückt als Therapeut. Das war für mich so ein bisschen wie, wenn man mir sagen würde, hier liegt jetzt eine Banane und plötzlich heißt es, du Aileen, das ist keine Banane, das ist ein Apfel. Und ich sage, nein, das ist nicht so. Und das ist auch sowas, wo ich jetzt auch sagen muss, ich bin abends total fertig nach der Ausbildung, weil das sind so viele neue Informationen, die ich einfach so sortieren muss, weil ich das einfach noch nicht so wirklich glauben kann, aber es ist logisch, aber ich muss mir das einfach sortieren. Also dieses, nein, das ist ein Apfel, das ist keine Banane. Und ich denke mir, das kann nicht sein. Ich habe das doch immer so gedacht und so wird es mir halt auch in der Ausbildung beigebracht. Und von daher ist es schon echt spannend, aber ich habe da auch wirklich gesehen, dass da auch echt Leute behandelt wurden. 10 Minuten oder so vom Roland, der hat es natürlich mega gut drauf, ist ja klar. Mhm. Das kann man jetzt nicht von mir erwarten, wenn ich das von Anfang an mache, ist ja klar. Man braucht da einfach seine Erfahrung und Übung. Aber da waren Leute dabei, die konnten nicht mehr auf den Fuß auftreten. Mhm. Und die konnten danach auf den Fuß auftreten. Und die Frau hat nur noch geweint vor Freude. Und das sowas zu sehen, wenn du das hörst, dann denkst du einfach, das ist Zauberei. Und das ist auch so, wenn du da sitzt. Aber es ist einfach logisch, also es ist nur logisch. Wir hatten da so ein süßes, war wir bei uns, da war so ein Ehepaar, ein schweizerisches Ehepaar, die waren so goldig und er war ziemlich groß und sie waren noch kleiner als ich, ja. Und das war so goldig, sie hat dann erzählt am letzten Tag, sie kann ihren Mann endlich wieder im Stehen küssen, weil sie den Kopf wieder in den Nacken nehmen kann. Das konnte sie 20 Jahre lang nicht, ja. Ich fand es so goldig, wir waren so froh. Ja, so kleine Sachen einfach. Und das ist halt, also das sind so Sachen, damit findest du dich ab, ja. Und wenn es aber dann wirklich, wenn das dann weg ist, du denkst und so, ah, ja gut, ist halt so, ne, ist jetzt doof, aber ich kann halt jetzt den Kopf nicht mehr in den Gang. Aber wenn das dann weg ist, ja, das sind halt sensationelle Sachen, ne? Und das ist halt, ich weiß nicht, ob das bei euch auch schon so war, dass da halt auch ganz viel psychisch dann oft hochkommt. Ja, ist bei einer Teilnehmerin vorgekommen, das wurde uns auch gesagt, dadurch, dass man hört ja auch immer, dass psychische Probleme oder beziehungsweise Emotionen von Muskeln gespeichert werden können. Das kann man sich erstmal nicht vorstellen, wie soll sowas gespeichert werden? Ist da ein Speicher da? Nee, es ist meistens so, dass einfach durch Stress, der zum Beispiel durch solche psychischen Probleme oder Traumata. Einfach entsteht, dass dadurch natürlich eine Spannung im Körper stattfindet. Man merkt es ja auch selber, ist man unter Stress, hat man eine gewisse Zähne Anspannung. Zähne zusammenbeißen. Man merkt einfach, manche ziehen die Schultern hoch. Die Muskeln sind angespannt und dieser Muskeltonus ist einfach so hoch. Und wenn man das einfach, sag ich mal, mit der richtigen Therapie wieder runtersetzen kann, dann wird man einfach viel freier. Und dadurch, dass die Muskeln einfach wieder freier werden und der Tonus des Muskels einfach wieder runtergesetzt wird, kann natürlich auch die eine oder andere Emotion hochkommen. Also mir ging es zum Beispiel so nach den Dehnübungen. Am ersten Abend, auch noch am nächsten Tag, mir war kotzübel. Mir war so schlecht, ich konnte nicht mal was essen. Ich habe mir echt am zweiten Tag gedacht, wie halte ich diesen Tag durch?
Ich habe mir echt überlegt, schaffe ich das heute, weil mir so schlecht war einfach. Und ich weiß auch nicht, ob da was gelöst wurde oder sonst irgendwas oder ob ich nicht richtig geatmet habe. Kann man jetzt spekulieren, klar. Mhm. Aber glaube ich schon, dass da einiges gelöst werden kann, ja. Ja, also es war bei uns eben auch, einige Teilnehmerinnen oder Teilnehmer hatten da auch, kam da was hoch. Und ich habe das jetzt auch schon bei Patienten gemerkt, dass da einfach dann, dass die da richtig so anfangen, so mit dem Atmen und mit dem Schlucken, ja, und da merkt man dann auch so, ich habe dann auch gefragt, so, wie es denn dazu gekommen ist, so, und man merkt dann so, wenn der Patient so anfängt, so drumherum zu reden, ne, und einem, das ist klar, man kennt sich ja noch nicht, aber da passiert einfach unheimlich viel, ja, und ich kenne auch jemanden, der würde ich das unheimlich gerne, der würde ich das unheimlich gerne ausprobieren bei ihr, weil sie eben auch, weil es ihr nicht so gut geht und sie ganz starke Schmerzen hat. Und sie ist jetzt in der Reha, in der Kur, und da geht es ihr jetzt gut. Aber ich weiß, dass wenn sie wieder nach Hause kommt, sie war nämlich zwischendrin auch schon mal zu Hause, dass es dann wieder schlechter wird, auch mit dem Schmerz. Ja. Und da glaube ich, dass da einfach eben auch, wenn dann von der Psyche her einfach so viel Druck ist, ja, wenn der Druck von der Psyche her ist, muss das ja auch irgendwo hin, ja? Also das, so ist das geht dann einfach so nach außen, ja. Ja, klar, also es ist ja natürlich auch, wenn man Schmerzen hat, man kann nicht sagen, dass diese Therapie, dass es ein Garant ist irgendwie, dass das jetzt wirklich alle Schmerzen nimmt, weil es gehören natürlich auch noch andere Faktoren dazu, wie jetzt zum Beispiel Ernährung, diese psychischen Probleme einfach zu verarbeiten, vielleicht mit einem Therapeuten, vielleicht auch allein, Umweltfaktoren, die wir teilweise überhaupt nicht beeinflussen können, aber man kann viel erreichen dadurch. Und wichtig ist bei der Therapie einfach zu wissen, der Patient muss aktiv mitarbeiten, weil wenn das alles nicht stimmt, Patient arbeitet mit und ich, sage ich mal, therapiere gut und komme an die Punkte, die wirklich schmerzen, wenn das nicht alles so in Symbiose ist, wenn das nicht funktioniert, dann wird es natürlich auch schwierig, sage ich mal, irgendwie einen Erfolg zu bekommen dadurch. Deshalb ist es wichtig, dass das alles miteinander einrastet und passt. Genau, dass es sozusagen alles eine Einheit wird. Ja. Aber auf jeden Fall, also dir gefällt die Ausbildung auch sehr gut, auch wenn es für dich jetzt einfach nochmal komplett ein neuer Ansatz ist. Weil es dieses ist Beispiel Neuland, mit der Apfel und mit der Banane, ich wusste schon immer, dass es ein Apfel ist. Ja? Ich wusste schon immer, irgendwie, da stimmt was nicht. Irgendwie muss da noch was anderes sein. Und deswegen, hast du diese PDF, die man vorher lesen sollte, hast du das als PDF oder hast du das Buch auch, der Schmerzcode? Ja, ich habe das jetzt auch, der Schmerzcode. Ja. Einen Teil habe ich schon gelesen, aber da fehlt mir noch. Ich hatte das nämlich dann eben gelesen und das waren für mich schon so, dass da wusste ich auch so, dass, als ich das Buch eben gelesen habe, das waren so Aha-Effekte, wo ich gedacht habe, jetzt endlich, Und ich hatte letztens auch einen Instagram-Post gemacht, wo ich gesagt habe, das ist für mich, beruflich hätte mir nichts Besseres passieren können, weil ich jetzt endlich da bin, wo ich eigentlich schon immer hin wollte. Ja, das kann man kaum glauben, weil du bist ja eigentlich schon länger Physiotherapeutin und wenn man dann wirklich hört, dass man dann auf einmal so einen Sprung macht irgendwie und so viel erreichen kann, weil Lars hat mir zum Beispiel auch im Auto erzählt, dass du beispielsweise auch eine Arthrose-Patientin hattest, bei der du wirklich auch die Schmerzen, also nicht ganz beseitigen, aber deutlich lindern konntest. Ja. Und das finde ich schon richtig krass, weil eigentlich kein Arthrose-Patient dritten Grades oder wie auch immer glaubt, dass seine Schmerzen noch weggehen. Für den ist das so, ich bin alt, das ist einfach so, ich muss damit leben und sterben. Mhm. Und wenn man dann wirklich was dagegen tun kann und keine Medikamente nimmt, die dann quasi das alles noch schlimmer machen, weil dann vielleicht die Leber geschädigt wird oder sonst irgendwas, dann finde ich, das ist einfach ein riesiger Lichtblick und das ist einfach nur schön, wenn man dann den Menschen damit helfen kann. Ja, vor allem ist es halt auch bei der Patientin, das ist halt so, die pflegt halt ihren kranken Mann, ja. Die hat halt gar nicht die Möglichkeit zu sagen, oh, dann setze ich mich jetzt halt mal in den Sessel. Da ist halt niemand, der sie halt pflegt, ja. Das ist ja ganz oft eben auch so, ja. Und sie konnte halt eben vorher nicht mehr mit dem linken Bein die Treppe hochgehen. Also das war unser, man hat ja immer so einen Vergleich, das war unser Vergleich. Und sie hat dann eben auch gesagt, sie kann jetzt halt mit dem Bein auch wieder aufstehen. Das war vorher einfach nicht mehr möglich, Und das ist halt für mich immer so ganz gut, dass ich dann eben auch so, dass ich halt diesen Hintergrund als Physio habe, dass ich bei solchen Patienten dann eben auch denen dann sage, ne, gucken Sie doch mal das anders heben, dass Sie das machen oder so. Und kann halt da irgendwie manchmal auch noch ein paar andere Tipps geben. Das ist für mich halt immer ganz, ich meine, gut, ich habe jetzt halt natürlich auch schon ein bisschen Berufserfahrung. Das kommt halt auch noch dazu, wenn man das jetzt relativ am Anfang macht. Klar. Ist es auch was anderes. Ja. Aber trotzdem finde ich schon, auch wenn man an diese Ausbildung, am Anfang seiner Ausbildung sozusagen macht, kriegt man da so ein Wahnsinns Handwerkszeug,
Ja. Was einfach unglaublich ist, ja. Und ich bin da wirklich Roland so dankbar und auch der Petra, also den Liebscher Prachts, ja, dass die diese Therapie da irgendwie und erschaffen haben, ja, und die auch so breit jetzt versuchen, da irgendwie unter die Leute zu kriegen. Man merkt, dass die das einfach mit Herzblut machen, ja, dass denen das einfach total wichtig ist, dass man da eben auch nicht die Patienten von sich abhängig macht, ja, sondern dass sie sagen, okay, so mit 3, vielleicht auch mal 5 Behandlungen und dann sollte das aber auch abgeschlossen sein. Genau, Und dann kann man ja nach einem Jahr mal wiederkommen, wenn es einem irgendwie wieder ein bisschen schlechter geht, aber dass man mit diesen Engpassdehnungen, die man da kriegt, und er macht ja auch Videos, also da kann man sich auch alle Videos angucken. Genau. Und ich finde das ja auch... Das ist halt echt irre, ja. Ich finde das auch total wichtig. Man ist ja eigentlich, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich denke, bei dir ist es auch so, man arbeitet ja therapeutisch oder man wird Arzt oder Heilpraktiker, wie auch immer, weil man den Menschen helfen will. Mhm. Und wenn man dann zum Beispiel so eine Therapie hat, die einfach nicht fruchtet und man behandelt 10-mal und der Therapeut kriegt dafür was weiß ich wie viel, hunderte Euro dann zusammengefasst, dann könnte ich das nicht mit gutem Gewissen machen. Also deshalb wollte ich auch irgendwie so eine Ausbildung machen, wo ich auch wusste, okay, das ist mega anerkannt, das wirkt einfach. Und ich bin jetzt total gespannt. Ich kann jetzt noch gar nicht sagen, okay, ich habe damit Schmerzen wegbekommen, weil ich bin noch nicht mal fertig mit der Ausbildung, aber das ist einfach so vielversprechend. Im Jahr machen wir nochmal ein Video. Ja, in einem Jahr können wir nochmal ein Video machen, genau. Und deshalb, mir ist es einfach wichtig, wie du gerade sagst, lieber habe ich einen Patienten nur 3-mal da und vielleicht nochmal nach einem halben Jahr, um einfach, oder was weiß ich, alle 4 Monate mal, um nochmal die Übung neu einzustellen oder nochmal zu gucken, schmerzt doch irgendwas, wie dass er jetzt wirklich jede Woche zu mir kommt und so viel Geld bei mir lässt, ich könnte damit nicht ruhig schlafen, weil das ist nicht das, warum ich Heilpraktikerin geworden bin. Das ist mein Ansatz ja auch, und der Roland sagt halt auch, dafür gibt es auch einfach viel zu viel Schmerz. Patienten und viel zu wenig Schmerztherapeuten. Die könnten ja gar nicht alle Schmerzpatienten damit behandelt werden. Total ungerecht. Und da würde ich auch gerne noch mal was sagen, weil es ist halt so, das ist ja eine Privatleistung. Ja. Du als Heilpraktikerin kannst das halt, die können jetzt Patienten ja noch totalweise einreichen, wenn sie eine Zusatzversicherung haben. Bei mir nicht, weil ich keinen Heilpraktiker habe. Das ist halt eine komplette Privatleistung. Ja. Aber trotzdem merke ich auch, die Leute sind bereit, weil sie auch, wenn ich ihnen das am Anfang sage, dass es eben so 3 bis 5 Behandlungen sind, dann ist es für sie ein absehbarer Betrag und eine absehbare Zeit auch, ja. Und ich finde, es ist auch ganz wichtig, dass man dann vielleicht sich selber auch mal so wichtig sein sollte. Wir müssen halt im Endeffekt diesen Preis auch nehmen. Also wir sind ja relativ, also man kann ja alles Mögliche nehmen, ja, aber es gibt eigentlich so eine Untergrenze, die der Roland sagt, ja. Und das müssen wir halt nehmen, weil wir ja eben den Patienten nur 3 bis 5 Mal maximal sehen eigentlich, ja. Und da müssen wir dann halt ja irgendwo auch unser Geld verdienen. Und wie gesagt, ich habe ja sonst dann eben kein Festeinkommen mehr im Moment. Ja. Also im Moment bin ich ja noch, das ist jetzt mein einziges Einkommen und muss das ja auch irgendwie dann finanzieren. Und das ist, ich finde, das ist halt eben auch was, wo man sich sagen sollte, das ist es mir jetzt, das bin ich mir selber auch wert. Genau. Das finde ich eben eigentlich ganz wichtig, ja, weil das ist klar, es ist viel Geld im ersten Moment, ja, aber wenn man damit seine Schmerzen wirklich beseitigen kann, sollte einem das halt auch wert sein, seine Gesundheit. Ja. Sollte jeder einfach eigenverantwortlich handeln und einfach für sich überlegen, was bringt es mir, dieses Medikament zu nehmen? Auf Dauer gesehen schadet mir das eher, das ist jedem auch klar, und das ist so wenig Zeitaufwand, den man eigentlich betreiben muss. Man muss da einfach wirklich einen Schritt vormachen und vielleicht auch aus dieser Gemütlichkeit einfach rauskommen, aber man kann damit auch wirklich viel erreichen oder es zumindest einfach mal versuchen, das ist das Wichtigste, einfach versuchen, weil man kann ja dadurch nur gewinnen, also verlieren tut man ja nichts. Nee, eben. Gar keinen Fall. Und das ist schon was, wo ich auch zum Beispiel auch auf meinem Kanal sage, ich appelliere schon auch immer so an die Eigenverantwortung von den Leuten, wo ich dann auch echt sage, ihr müsst euch selbst informieren, ihr müsst selber ausprobieren, selber gucken. Nicht einfach das, was euch Ärzte, Heilpraktiker, Therapeuten, Medien und so weiter sagen. Ihr müsst echt gucken, dass ihr euer eigenes Bild schafft aus euren eigenen Erfahrungen, die ihr macht. Und deshalb finde ich das auch so wichtig, auch bei sowas, was jetzt ganz neu ist, das ist ja ein komplett anderes Denken, dass man es einfach mal ausprobiert und sich so einen Therapeuten vielleicht sucht, zum Beispiel dich. Oder dich bald. Ja, genau. Und es einfach mal ausprobiert und man hat ja nichts zu verlieren. Also, Deswegen. Also das ist eben halt, was wir ja auch oft sagen. Ne? Selbstständig denken, selbstständig handeln und da seine Erfahrung und sich nicht auf andere Leute verlassen. Ne? Also das Einzige, was man natürlich verliert, kann natürlich sein, eben, dass man ein bisschen Geld verliert, sollte es gar nichts bringen. Aber das ist ja
wirklich so gering die Chance, ja, dass es gar nichts bringt. Also dann würde man, das merkt man aber nach der ersten Behandlung, das ja, ist auch ganz klar. Genau, ne? Genau. Wenn man zu diesen 10% gehört, die bei denen diese Therapie nicht anschlägt. Ja? Genau. Aber 90% oder über 90%, sagt der Roland sogar, ja, bei denen, die kann man damit behandeln. Ja. Es gibt eben ganz genau, wenig Sachen, wo der Schmerz ja, einfach eine andere Ursache hat, weil ja, er irgendwie jetzt wirklich im zentralen Nervensystem ausgelöst wird. Ja? Oder ja, also eben nicht vom Muskel ins zentrale Nervensystem, sondern was ist, ich wäre ein Tumor oder sowas im genau, Hirn drückt, da genau, können wir halt dann eben ja, nichts machen. Ja. Genau, das ist klar. Ja. Aber das sind eben ja, verschwindend gering und das merkt man sofort nach der ersten Behandlung, weil dann weiß man, wenn sich da gar nichts getan hat oder nur 10% oder sowas, dann weiß man, okay, also entweder hat der Therapeut ja, total Mist gebaut, was, ja, jetzt, was ich jetzt eben eher nicht glaube, oder man gehört halt zu diesen verschwindend geringen 10%. Ja. Ja. Also es ist insgesamt ja total spannend, so finde ich, von dem Thema her. Deshalb würde ich auch einfach gerne wissen, wie es bei dir weiterläuft. Und dann, mhm, daher wäre es eigentlich spannend, wenn wir zwei vielleicht nochmal so in einem Jahr oder so einfach mal ein Video machen ja, und uns einfach austauschen könnten. Genau. Ja, oder? Das können wir machen, ja, genau. Ja. Gut, dann verabschieden wir uns und guckt auch bei der Aileen auf den Kanal. Sag nochmal selber, wie dein Kanal heißt. Ja, mein Kanal heißt Eat Care Live. Findet ihr oben oder vielleicht auch verlinkt unter dem Video. In der Infobox. In der Infobox unten. Genau. Ja. Genau, und dann dann gebt uns einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert unseren Kanal und den von der Aileen. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss. Bis dann. Ciao.